Aloha und herzlich willkommen in der Engel-Lounge. Mein Name ist Stefanie und ich begleite Menschen dabei, die beste Version von sich selber zu sein und ihre wirkliche innere Bestimmung zu finden, warum sie hier auf dieser wundervollen Erde sind, ihr Potenzial und ihre Kreativität zu entfalten. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir zusammen diese Heilsession durchführen möchtest. Es geht darum, deine Seelenanteile zurückzuholen. Das ist eine Meditation oder ein Prozess, der mir vor einiger Zeit von den Engeln geschenkt oder übermittelt wurde, um die Seelenanteile zurückzuholen. Es ist eine Heilmethode, die uns ganz werden lässt und gegebenenfalls auch vor fremden Seelen oder Seelenanteilen schützt. Denn wenn wir ganz sind, kann auch nichts andocken. Das ist mehr als eine Meditation. Es ist wirklich eine Heil- und Seelenreise. Und ich bitte dich jetzt, dich an einen Ort zurückzuziehen, an dem du wirklich ungestört bist. Schalte dein Telefon, dein Handy aus. Vielleicht möchtest du den Raum zuvor lüften, ein Räucherstäbchen anmachen. Ich mache auch immer sehr gerne eine Kerze an. Und zuvor bitte ich jetzt Erzengel Michael, Erzengel Raphael, Erzengel Jophiel und Mutter Maria darum, den heiligen Raum zu öffnen und zu halten, damit Heilung geschehen kann auf allen Ebenen und damit die Informationen fließen dürfen, die jetzt passend sind. Und ich bitte darum, dass diese Session zum höchsten Wohle aller abläuft. Setze dich also ganz bequem auf deinen Stuhl. Wenn es für dich angenehm ist, ist es sogar gut, wenn du aufrecht sitzt und nicht angelehnt, sodass deine Wirbelsäule ganz gerade und aufgerichtet ist, dass die Energie fließen kann. Deine Füße stehen locker und entspannt nebeneinander auf dem Boden. Deine Hände kannst du auf deine Oberschenkel legen oder locker ineinander legen mit den Handflächen nach oben. Atme jetzt ganz tief und bewusst in deinen Bauch. Lass dich von deinem Atem immer tiefer in deine Mitte hineintragen. Lass dich hineinsinken. Und baue jetzt deine Verbindung zu Mutter Erde auf. Lass aus deinem Bauchraum, aus deiner Mitte, eine breite Wurzel nach unten wachsen. Durch die Erdschichten hindurch, immer weiter und weiter nach unten. Bis du dann mit deiner Wurzelspitze am Erdmittelpunkt ankommst. Das ist das Herz von Mutter Erde. Du verbindest dich jetzt mit dem Herzen von Mutter Erde und lässt die Erdenergie innerhalb deiner Wurzel nach oben steigen. Du spürst es, wenn die Energie ankommt in dir und bitte jetzt darum, dass du über dein Scheitelchakra eine Verbindung zu Vater Kosmos herstellst.
Vielleicht möchtest du dir diese Verbindung wie einen Trichter vorstellen. Und bitte jetzt um die Energie von Vater Kosmos. Stell dir zusätzlich jetzt noch eine weiß-goldene Lichtkugel vor, die dich gänzlich umgibt und schützt. Lieber Erzengel Michael, lieber Erzengel Raphael, ich bitte euch, diese Heilsession zu führen und zu begleiten. Ich bitte hiermit alle meine Seelenanteile aus diesem Leben und aus allen vergangenen Leben hier auf der Erde oder im Universum jetzt zu mir zurückzukommen und ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen. Danke. Ich sehe jetzt die Seelenanteile kommen. Es sind nicht mehr so viele. Ich bitte jetzt Erzengel Michael, diese Seelenanteile zu reinigen mit Licht und Liebe. Gleichzeitig bitte ich Erzengel Michael und Erzengel Raphael darum, dass nur meine Seelenanteile kommen und fremden Anteilen der Zutritt für immer verwehrt bleibt. Ich verbinde mich mit meinem Herzen, spreche und fühle mit meinem Herzen. Ich stelle mir ein Tor vor, das ich jetzt öffne. Und die Seelenanteile wie liebe Gäste in mein Haus bitte. Ich bitte jetzt meine innere Weisheit als Koordinator, jedem Seelenanteil den richtigen Platz zuzuweisen und alle Seelenanteile ins Gefüge zu integrieren. Stell dir jetzt vor, dass du in einer Art Klassen- oder Seminarraum sitzt und deine Seelenanteile sitzen geordnet, entweder an Tischen oder auf Stühlen um dich rum oder dir gegenüber. Nimm das Bild, das sich für dich jetzt stimmig anfühlt. Und frage jetzt, wenn du diese Seelenanteile visualisieren oder sehen kannst oder auch nur weißt, dass sie jetzt da sind, frage die Seelenanteile, ob sie eine Information, eine Botschaft für dich haben. Liebe Seelenanteile, ich freue mich, dass ihr jetzt zurückgekehrt seid. Ich begrüße euch ganz herzlich in meinem Seelentempel und frage euch, ob ihr Informationen oder Botschaften für mich habt. Ich kriege für mich ein Nein, aber spüre ganz deutlich, dass die Seelenanteile froh sind, wieder zurückgekommen zu sein. Und jetzt ist einfach noch der Impuls da, Seelenanteile dürfen gerufen werden. Seelenanteile warten darauf, gerufen zu werden. Rufe sie in regelmäßigen Abständen. Immer wenn du dich nicht mehr in deiner Mitte fühlst und spürst, dass es nicht nur eine kleine temporäre Verstimmung ist, sondern dass dir wirklich ein Anteil fehlt.
und vertraue da auf dein Gefühl, auf dein Herz, auf deine Intuition, dass der richtige Zeitpunkt dir gezeigt wird. Dann frage einfach nochmal, ob jetzt alle Seelenanteile, die zurückkommen sollten und wollten, zurückgekommen sind. Es ist möglich, dass in einem Prozess, in einer Session, nicht alle Seelenanteile zurückkommen, weil sie vielleicht noch wegbleiben wollen oder weil du einfach noch nicht alle Lernschritte gegangen bist. Das ist aber völlig okay, so wie es ist. Nimm einfach an, was jetzt ist und wisse, dass das für den Moment ganz wunderbar ist, so wie es ist. Liebe Seelenanteile, ich danke euch. Liebe innere Weisheit, ich danke dir für die Koordination. Lieber Erzengel Michael und Erzengel Raphael, ich danke euch für eure Führung bei diesem Prozess. Und ich gehe jetzt zurück aus dieser Visualisation. Dann atmest du wieder ganz bewusst und tief ein und aus. Komm auch mit deinen Gedanken und Gefühlen wieder zurück ins Hier und Jetzt. Beweg dann langsam wieder deine Hände, deine Füße, deine Arme und deine Beine. Wenn du magst, kannst du dich auch räkeln und strecken und öffne dann langsam wieder deine Augen. Ich danke dir von Herzen, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit geschenkt hast. Wenn du möchtest, freue ich mich, wenn du auf meine Website kommst, www.stephaniemarketant.com, und dich auch in meine Newsletter einträgst für regelmäßige Inspirationen, Meditationen und Kreativitätsimpulse. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.